Herzlich willkommen bei unserer Reihe Winterliche Hörspiele von Die Katz Marex, was hier neben mir das Irmchen ist und hier neben mir der Achim. Titel des heutigen Specials ist Rohrige Mäusesinfonie. Umzüge können was Schönes sein, vor allem für die Erwachsenen, weil es ein Neuanfang ist. Aber für so Kinder können solche Umzüge schon mal wie so ein kleiner Weltuntergang sein. Und so war das für unsere beiden, vor allem für die Lisa, 1974, als wir von Bochum-Wattenscheid nach Essen-Katternberg gezogen sind, nach Zollverein. Ja, und unser Lisa, die hat immer geweint die ganze Nächte, weil sie nicht nur ihre Freundinnen alle vermissen tat, sondern vor allem die Mäusefamilie, die wir bei uns im Schrebergarten hatten. Und als sie dann auch noch erfahren hatte, dass die Nachmieter von unserem Schrebergarten unsere Hütte abgerissen haben, um sie neue dahin zu bauen, da war bei Lisa ganz aus. Ja, und dann fiel mir plötzlich eine Geschichte ein. Ja, Jämmchen, dann mal ab in den Ohrensessel und leg mal los mit der Geschichte von der Mäuseprinzessin Kunigunde und dem Rattenprinzen Utz Willibald. Vor langer, langer Zeit lebte ein Mäusehofstaat im grauen Staate-Ruhrgebiet in der schönen Stadt Bochum zu Wattenscheide im Schrebergarten des Königreichs Kretschmarek. Sie residierten in der hiesigen Gartenlaube. Dort lebte die Mäusekönigin-Tochter, die schöne weiße Mausprinzessin Kunigunde. Alles war wunderbar, weil es bei den Kaczmareks immer reichlich zu essen gab und fürstlich zu trinken. Die kaczmareksche Weihnachtspunsch-Überraschung der Irmtraude von Kaczmarek war legendär. Ebenso wie der Käseauflauf des Herrn Joachim dem I. Achim, jetzt halte ich aus meiner Geschichte raus. Ist ja gut. Kronprinzessin der Laube war die kleine Lisa, die dem Mäusehofstaat das eine oder andere Festmahl servierte. Kurzum, es war märchenhaft hier. Am heiligen Abend stieg Prinzessin Kunigunde aufs Laubendach und sang die Arie aus der Mäusesinfonie des Starkomponisten Arndt Kaczmarek und sah zu, wie die Schneeflocken zu der Melodie tanzten. Eines Tages, es war an einem Dezembermorgen, da endete die Idylle jäh. Familie Kaczmarek war in ein anderes Reich, in das am Katernberge zu Essende gezogen. Der Nachmieter der Laube schickte sich nun an, diese abzureißen. Und so rückte der Bagger an und zerstörte das Schloss der Mäuseprinzessin und ihres Hofstaates. Kein Stein blieb auf dem anderen. Irgendwie gelang es ihnen, im letzten Moment zu fliehen. Ungeschützt und nur mit dem Nötigsten gepackt, flohen sie auf ein benachbartes Gehöft. Dort richteten sie im warmen Heu ein notdürftiges Nachtlager ein. Doch dann, ach Schreck, ach Graus, eine Mistgabel erfasste den Haufen und entführte den gesamten Hofstaat in einen großen Wagen. Es ratterte. Und es knatterte, und sie fuhren in eine ungewisse Ferne. Nachdem das Heu mehrfach verlagert wurde, traute sich Kunigunde, das Näschen herauszustrecken und blickte direkt in das Maul eines riesigen Grubenpferdes. In letzter Minute konnten sie sich alle in eine Nische zwischen Stall und Streb verkriechen. Wo waren sie hier nur hingeraten? Die mutige Prinzessin Kunigunde machte sich auf den Weg, das unbekannte Reich zu erkunden, in das sie gelangt waren. Sie streifte durch die engen Strecken. Dann mit einem Mal erschrak sie, zwei Augen blitzten sie an. Vor ihr stand ein grauer Geselle, sah aus wie eine Maus, war aber keine. Beide waren verdutzt. Dann fragte sie, wer bist du denn? Ich bin Utz Willibald, der Prinz des Rattenreichs. Kunigunde erschrak. Wusste sie doch, dass Ratten zu den größten Feinden ihres Volkes gehörten.
Doch diese hier erschien ihr auf magische Weise vertraut. Zumal nicht viel größer als sie selber. Und so erfuhr sie von ihm, wo sie hier war. 700 Meter unter der Erde, wo es niemals Tag wurde. Unter Tage halt. Oh Schreck. Es gab da immer eine Schlacht zwischen Ratten und Mäusen, die mit dem Pferdefutter nach Untertage kamen. Und wer die Schlacht gewann, regierte auf der Zeche. Entweder Mäuse oder Ratten, aber niemals beide gemeinsam. Die beiden schauten sich tief in die Augen. Darin sah sie die schönste Mäusesinfonie. Komm bitte, Tränen lachen. Die schönste Mäusesinfonie. Utz berichtete, dass es ihm schwerfällt, von den anderen Ratten ernst genommen zu werden, weil er so klein ist. Für mich bist du gerade groß genug, kicherte sie. Ihr seid in größter Gefahr. Wenn die anderen Ratten euch finden, seid ihr des Todes. Ihr müsst schnell fort nach Übertage. Er begleitete Kunigunde zu den anderen Mäusen und gemeinsam flohen sie in Richtung Förderkorb. Doch ach, die Ratten hatten sie schon entdeckt. Schnell rannten sie eine nach der anderen, sprangen sie in einen Förderwagen. Gerade noch rechtzeitig erkamen sie den wilden Mob. Oben angekommen, berichtete Utz Willibald von einem neuen Reich in einem Schrebergarten in Katernberge. Er hatte einen Bergmann belauscht, der das einem anderen berichtete. Demnach habe er diesen Garten neu besiedelt und hatte auch genau beschrieben, wo dieser sei. Diese Siedler seien eine sehr nette und essfreudige Familie. Er führte den Mäusehofstaat und seine liebste Kunigunde dorthin. In der Laube angekommen, erkannte Kunigunde sofort das sonore Lachen des Eigentümers. Ja, ist ja gut, Achim. So. Es war niemand anderes als Joachim der Erste von Kaczmarek. Sie hat zu den Kaczmareks zurückgefunden. Traurig verabschiedete sie sich von Utz Willibald, der auch schnell wieder verschwand. Sie richteten sich wieder schön ein und erlebten ihren alten Wohlstand wieder. Dann kam der heilige Abend und Kunigunde stieg wie immer aufs Laubendach und wollte die Sinfonie der Mäuse anstimmen, aber sie war zu traurig, die Arie zu singen. Ihr Utz Willibald fehlte ihr so sehr. Dann mit einem Male polterte jemand auf das Dach. Sie erkannte das Tapsen sofort und freudig sah sie ihren Utz Willibald in die Augen. Die Ratten hatten ihn verstoßen, weil er den Mäusen zur Flucht verholfen hatte. Er reichte ihr einen Mistelzweig. Gemeinsam setzten sie sich auf das Dach, lehnten sich aneinander. Und dann begann es zu schneien. Und dann sangen sie gemeinsam die Arie der Mäuse-Sinfonie. Die Schneeflocken begannen zu der Sinfonie zu tanzen. Und Kunigunde war sich nun ganz sicher. Wir sind hier jetzt zu Hause. Arm in Arm saßen sie da. Der zukünftige König und die Königin des Mäusehofstaates im Reiche der Kaczmareks im wunderschönen Katernberge, in der Stadt Essende im grauen Ruhrgebiete.